Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal. Magister Kaputt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch an die neuen Zuschauer. Und wir sehen jetzt hier heute die gute alte Bismarck. Ein Best-of von Fedape, der die Bismarck nämlich schon hat. Jeder kennt, glaube ich, die Geschichte von der Bismarck, die wurde im Zweiten Weltkrieg. Ja, sehr, sehr fix versenkt. Hat irgendwann mal hinten einen schönen Torpedotreffer gekriegt, konnte nicht mehr manövrieren, konnte nur noch im Kreis fahren. Hatte auch die Hood versenkt, damals das Flaggschiff der englischen königlichen Marine. Und wurde dann halt auf ihrer Fahrt dann halt von den Fliegern und danach halt von den Kreuzern halt versenkt. So, ich denke mal, sie wird voll ausgebaut sein. Entschuldigung. Da haben wir noch so ein paar Flaggen noch dran. Kann man immer gebrauchen. Und die haben ja halt auch dieses spezielle Radar. Hydroakustische Suche 2. Ne, das ist es doch nicht. Oder ist es das? Ich kenne mich da jetzt halt noch nicht aus, weil ich es noch nicht habe. Ich weiß nur, es gibt irgendwie so ein komisches Radar noch. Dass man da noch mal um einiges besser was sehen kann. Aber hier ist überall Premium verbaut. So, es geht gegen die Hipper ins Gefecht. Schild mit AP. Ja, leider erstmal noch alles daneben. Ich denke mal, die Colorado ist ein besseres Ziel. Ja, definitiv ist ein besseres Ziel. Jetzt sind wir sie gerade zugegangen. So, jetzt haben wir dann noch die. Wieder die Hipper. Aber die dreht auch ab. Na, geht dann noch ein Treffer rein. Oh, durchschlagen. Aber noch 4000 gemacht. Okay, das ist gut. Damit kann man leben. So, gegen die Colorado. Und die Deutschen können verdammt schnell nachladen. Das mag ich auch so an diesem ganzen Pötten, ne? So, die ersten beiden vorne könnten vorne einschlagen. Ja. Aller Auge hat's gesehen. Da hat sich die Colorado erstmal. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht so, oder? Acht. Oh, müsste fast an die 10.000 gewesen sein. So, wir fliegen wieder mit. Hier haben sie schon wieder ein bisschen gestreut. Aber da müsste einer reingehen. Oh, wieder einer. Satt. Ui. Ja. Nochmal fast 10.000. Wenn es so weitergeht, dann ist die Colorado auch mal Geschichte. Düsen wir nochmal mit. Aber ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu weit. Dreht auch weg, aber einer müsste reingehen. Nochmal für 3000. So, jetzt steht er schon mal mittig. Und da ist eine Aoba. Sehr, sehr nah dran. Und ich denke, die Aoba. Okay, sie dreht jetzt weg. Jetzt fährt sie gleich gegen die Insel. Und zweimal Zitadelle, okay. Tja, Aoba, jetzt musst du Hackengas geben. Ich glaube, die kommt nicht mehr wirklich weg. Die kriegt es von allen Seiten besorgt. So richtig dreckig und schmutzig. Oh, da müsste jetzt, glaube ich. Ja, es wird nicht sein, Kill. Ach,
Jetzt nimmt doch den da raus, da. Mit 700 geht doch. Oh, eine York. So, tuckern wir mal mit. Fliegen tun sie gar nicht mal so schlecht. Aber leider nichts getroffen. Oh, eine Chapayev. Ja, schadenstechnisch bei ihm hält sich gerade auch in Grenzen. Moment, da ist die Kackinsel davor. Ja, die Chapayev versteckt sich hinter einer Insel. Noch rüber. Zu hoch. Zu hoch, zu hoch. Jetzt mir jetzt sagen, dass die Secondary fast 10 Kilometer Reichweite hat. Alter Schwede. Ja, nicht schlecht, ne? Ja, Tatsache. Wie gesagt, ich habe die Bismarck noch nicht. Aber das ist schon ziemlich geil, wenn ich dann nur auf 10 Kilometer meine Secondary einschaltet. Oh, das war's. Ah, doch noch nicht. 8 HP. Ja, das ist doch eigentlich ganz chillig gegen Zerstörer, würde ich mal fast behaupten. Oh, eine Hatsuharu. Eine stehende, ich glaube, die ist AFK. Gucken wir mal, was der so schießt. Ja, das sind die dicken Wummen hier. Dann auch schön doppelläufig, auch nicht schlecht. Wenn es so weiterläuft, dann macht er hier mit der Secondary mehr Hits als mit der Main Battery. Da ist aber jetzt ganz schön bei der Tippets eingeschlagen. Er ist jetzt halt hier ein bisschen alleine. Oh, 19 Treffer mit Secondary. Nicht schlecht, der Specht. Also ich glaube, die Bismarck, die könnte mir auch um einiges sehr, sehr viel Spaß machen. Oh, das könnte der Chapai jetzt gleich wehtun. Obwohl, das ist daneben gegangen, ne? Oh, schön. Da hat der Zerstörer ein bisschen mitgedacht. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Also das ist sehr gut. Hat der Zerstörer jetzt halt für ihn hier Nebel mal rausgeworfen. Ach, das war die Chapayev. Tirpitz will fliehen. Ein Hit. 19.900, so. So, und dann geht's weiter. Okay, ich war jetzt nicht drauf gewesen. Ups. Wieder ein Hit. Aber hinten auf dem Arsch macht man jetzt halt nicht so viel Schaden. Vielleicht da mal ein bisschen drüber denken oder überlegen, nachdenken. Vielleicht da noch mit HE zu schießen. Also so mache ich das mehr oder weniger dann immer. Weil auf dem Arsch oder Front macht man nicht so viel Schaden, da macht man mit HE noch mehr Schaden.
Halt, das ist meine Meinung. Au, der tat weh. Jetzt haben wir da hier noch so einen Haufen Torpedoflieger, Bomberflieger. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das jetzt hier überlebt. Da kommen jetzt so ein Haufen Torpedos. Das wird eng. Ja, schon mal reparieren. Knäppchen. Knäppchen, Knäppchen wird das jetzt hier. Das könnte wehtun, der Colorado. Okay, leider nicht getroffen. So, jetzt ist er so mittendrin. Rechts eine Colorado. Front noch die Tirpitz. Die Colorado hat sich festgefahren. Das ist auch schön. Die Secondary, die haut Schaden raus. Vielmehr auch richtig geile Treffer. Sehr, sehr zielgenau. So, sind jetzt schon bei 106.000 Damage. Nicht schlecht. Also da freue ich mich ja schon nochmal auf die Bismarck, wenn ich sie dann mal habe. Jetzt kann im Endeffekt erstmal nur noch die Tirpitz gefährlich werden. Obwohl, jetzt ist er hinter der Insel. Da war noch ein Zerstörer. Jo, Flucht nach vorn. Jo, die Flak ist auch nicht ganz verkehrt. Und da kommt die York. Rudi! Oh, fliegen wir mal mit. Da müssten zwei müssten reingehen. Aber wenigstens ein Treffer. Secondary, die ist so pervers, ey. Wir haben jetzt hier schon bald 100 Treffer nur mit der Secondary. Und nochmal. Ja. Boah, so jetzt hat er sich schon mal so einigermaßen wieder hochgerappt. Sehr schön. Jetzt kann man wieder auf die Tippe schießen. Breitseite. Hoch. Oh, da ist der Zerstörer. Wurde jetzt wegen schon mal aufgemacht. Dann hat er, kann er die Top sehen. Jetzt hat er gerade vorne einen Turm ausgeschaltet bekommen. Die York hat, glaube ich, entweder sie brennt. Oh, Tirpitz ist raus. Die York, die geht jetzt auch gleich auf. Nicht schlecht. Wir haben jetzt schon mal mittlerweile 124 Treffer, nur die Secondary. Ich denke, das Spiel ist jetzt auch gleich vorbei. Also es war mal eine ziemlich geile Runde. Vor allem, ich habe jetzt mal die Bismarck so im Kampf gesehen und ich freue mich da schon richtig drauf. So, jetzt hat er hier, glaube ich, noch einen Zerstörer. Denke ich, die Benson. Mal schauen, ob er sie noch kriegt. Sonst würde ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und er kriegt sie wahrscheinlich. Und ich sage dann mal, bis demnächst.